Der SSV Reutlingen wird Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Pfronstetten-Archelau. Hallo zum Sporner Montag mit Fußball aus dem Kreuzeiche-Stadion. In der Oberliga Baden-Württemberg standen sich der SSV Reutlingen und der FC Nöttingen gegenüber. Zwei Partien stehen in der Vorrunde noch an. 15 Punkte sammelte der SSV in 15 Spielen. 4 Siege, 3 Remis und 8 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 28 zu 32. So lautet die Bilanz bis dato. Einen Erfolg gab es unter der Woche. Da zogen die Jungs von Trainer Mike Stingel durch einen 3:0-Sieg beim Landesligisten FC Mengen ja ins WFV-Pokal-Viertelfinale ein. Da geht es dann aber erst im kommenden Jahr weiter. Jetzt gilt es, Punkte gegen den Abstieg zu sammeln. In der Liga gab es zuletzt ein 2:2 zu Hause gegen Göppingen. Der Tabellenzweite traf erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich. Die Gäste aus der Nähe vom Pforzheim mit ihrem neuen Trainer Dirk Rohde haben 17 Punkte, 10 davon holten die Lila-Weißen aus den letzten 4 Partien. Beim 0:0 bei der SG Sonnenhof Groß Asbach hielt der Ex-Reutlinger Xaver Pendinger seinen Kasten sauber. Beim SSV fehlten weiterhin Özidokru und Lübke, Geiser und Schiffel waren zwar wieder im Kader, aber noch keine Option. Dennoch hatte Stingel nominell 11 Leute auf der Bank. Die SSV-Fans hofften endlich mal wieder auf einen Dreier, mit dem könnten die Schwaben an den Badenern in der Tabelle vorbeiziehen. 650 Zuschauer fanden bei leichtem Regen und böigem Wind den Weg ins Stadion. Die äußeren Bedingungen waren wie die Tabellensituation etwas ungemütlich. So, los geht's. Die ersten 10 Minuten passierte gar nichts. Dann die erste Ecke, getreten von Riccardo Gorgoglione. Kevin Fuhn kommt im Strafraum an den Ball und legt raus zu Luca Plattenhardt, der mit der Hereingabe und dann probiert es Kapitän Marvin Jäger aus der Distanz. Ja, doch da fehlte dann doch ein ganzes Stück, sodass Pendinger nicht eingreifen musste. Youngster Ole Deininger zuletzt gut drauf, auch als Torschütze im Duell mit Ken Hause. In der Mitte klären dann Stefan Zimmermann und Benedikt Fassler vor Vladan Djamanovic. Der bildete mit Onesi Kuengenda das Sturmduo. Der SSV bleibt am Ball, Florian Krajinovic zu Gorgoglione. Hause ist dazwischen. Die Ecke schenken wir uns kurz danach. Deininger beim Einwurf, Djamanovic aus der Drehung. Die ersten Offensivbemühungen waren da. Gefährlich wurde es jedoch noch nicht, vielleicht jetzt, 20. Minute, schöner langer Ball von Jäger in den Lauf von Gorgoglione und der mit links knapp am rechten Pfosten vorbei. Beste Aktion bis dahin durch Reutlingens Nummer 10, Riccardo Gorgoglione. Eine Minute später probiert es Nils Steiger mal aus der Distanz. Jo, schöner Schuss, Pendinger mit etwas Mühe zur Ecke, die brachte dann aber wieder nichts ein. Von den Gästen um den sechsfachen Saisontorschützen Niklas Hecht-Zirpel mit der 10 noch nichts zu sehen. Hecht-Zirpel zu Felix Waldraff, der bekommt den Ball von Fuhn zurück und legt quer zu Nikolaus Dobrosch. Der FCN-Kapitän hat zu viel Platz und haut die Kugel mal eben mit links ins linke Eck. Was für ein Strahl, da war für Enrico Pio gar nichts zu machen. Mit einem ganz feinen Füßchen versenkt Dobrosch den Ball im Netz. Es war sein 5. Saisontor und auch wenn es ein bisschen wehtut, der Treffer hat eine Zeitlupe verdient. Posterreif. Erste Aktion der Lila-Weißen und schon steht es nach 25 Minuten 0:1. Jubel hier, Staunen da. 5 Minuten später, Djamanovic klaut David Trivonic die Kugel und Kuengenda probiert es einfach mal. Naja. Einwurf Steiger, William Heers geht dazwischen, Hecht-Zirpel wieder raus zu Heers. 4 Lila-Weiße gegen 2 Rote, Heers schaut aber, Jäger verhindert das Anspiel. Da war deutlich mehr drin für die Nöttinger, die ja im Gegensatz zum SSV aus dem badischen Pokal nach einer Niederlage gegen Regionalligist Waldorf ausgeschieden sind. Die Ecke nehmen wir mit, Torschütze Dobrosch führt aus, Stefan Ilic bereinigt das Ganze und dann nimmt Gorgoglione Fahrt auf. Tolle Solo, Hauser blockt gerade noch, aber auch diese Ecke brachte dann keine Gefahr. Und kurz danach stand Kuengenda beim Pass von Plattenhardt im Abseits. Das Gespann um Schiedsrichter Luigi Satriano hatte alles im Griff, es gab aber auch keinerlei Aufreger.
Gut 5 Minuten noch in Hälfte 1, wieder die Hausherren Plattenhardt, Gorgoglione und Krajinovic im Zusammenspiel. Das sah gut aus und bringt zumindest den nächsten Eckball. Der wird mal kurz ausgeführt, Gorgoglione zu Plattenhardt, der flankt mit rechts. Zimmermann klärt per Kopf vor die Füße von Deininger, wieder rein damit. Kuengenda auch per Kopf zu Djamanovic mit 4 Toren, bester SSV-Schütze, der auch per Kopf. Ilic und Fuhn sind auch im Fünfer etwas durcheinander und dann haut Onne den Ball zum 1:1 einfach in die Maschen. Jawohl, ja. Stadionsprecher Wolfgang Gatti-Gattiker in seinem Element und wir schauen natürlich noch mal gerne hin. Djamanovic mit dem Assist, Onesi Kuengenda mit dem Tor, 1 beide. Danach passierte nichts mehr, nach dem Kunstschuss von Dobrosch gelingt Kuengenda also der verdiente Ausgleich. Zweite Hälfte, weiter geht's. Gorgoglione nimmt Heers die Kugel ab, starker Antritt und dann rüber zu Djamanovic und dessen Schuss pariert Pendinger. In 24 Begegnungen beider Teams gegeneinander konnte der SSV übrigens nur 7-mal gewinnen, zuletzt in der vergangenen Saison zu Hause mit 3:2. Der SSV stand in der Defensive gut, den Gästen fiel nach vorne nicht viel ein. Tupluk rennt sich fest, Ilic bereinigt die Szene. Stingel brachte dann Donat Morina für Krajinovic. Eine Stunde mittlerweile gespielt, Deininger gegen Hauser, der Ball kommt nach innen und da kommt Kuengenda zum Abschluss und sein Linksschuss touchiert noch den Außenpfosten. Ja, ja, da hat nicht viel gefehlt, beinahe der Doppelpack von Kuengenda, aber eben nur beinahe. Kuengenda machte dann Platz für Roman Kasia, auch Rode brachte frische Kräfte, gut 20 Minuten noch zu spielen. Dann kam mal wieder was von den Gästen, Dobrosch legt sich an der 16er Linie die Kugel zurecht, aber dieses Mal verzieht der Kapitän deutlich. Der SSV versuchte es weiter über Plattenhardt, der weiter zu Gorgoglione, der zurück zu Plattenhardt. Sein Schuss wird abgefälscht und wieder gibt's eine Ecke. So richtig zwingend war das alles nicht. Vielleicht entsteht ja mal aus einem der zahlreichen Eckbälle Gefahr, wieder Gorgoglione. Und dann steht der eingewechselte Donat Morina völlig blank. Aber sein Kopfball geht links am Kasten vorbei. Da war sie die große Chance zur Führung vertan. Vom FC Nöttingen, der 2004, 2014 und 2016 immerhin für jeweils ein Jahr in der Regionalliga spielte, kam nach vorne noch weniger. Der SSV ließ nichts zu. Fassler mit dem Foul an Gorgoglione, der zuvor Torres den Ball abgeluchst hat. Die Partie übrigens absolut fair, allerdings auch etwas ereignisarm. Vielleicht kommt ja noch was von der Bank. Mattia Triani kam für Gorgoglione und Torschütze Dobrosch hatte auch früher Feierabend. Ihn ersetzte Jimmy Marton. Wir sind schon in der Schlussphase. Die letzte Szene gehörte allerdings den Gästen. Marton hatte noch mal die Gelegenheit zum Abschluss, aber das ist natürlich kein Problem für Enrico Piu. Das war's, der SSV Reutlingen und der FC Nöttingen trennen sich im schwäbisch-badischen Duell 1:1 unentschieden. Der SSV wartet nun seit 7 Spielen auf einen Dreier und hat damit 16 Punkte aus 16 Partien. Und wir haben 2 Stimmen zum Spiel. Die Feldspieler verschwanden zügig in der Kabine und kamen auch zeitnah nicht mehr raus. Ja, Enrico Pio, am Ende stehen 1:1 gegen Nöttingen. Ja, was machen wir denn damit? Ja, schade, es wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Wir hatten deutlich die gefährlicheren Torchancen. Besser gesagt, die Gegner hatten 2, haben eine davon gemacht. Wir hatten mehr, wir hatten am Schluss noch den Pfostentreffer. Ich denke, vielleicht mit ein bisschen mehr Wille kriegen wir das Ding auch vorne rein. Wenn man sieht, das erste Tor von uns, das war auch ein Wille-Tor. Das war kein schön gespieltes. Wir waren einfach beim zweiten Ball immer da und haben den verwertet. Ja, ein 1:1, wir kommen nicht von der Stelle so richtig weg. Mehr war auf jeden Fall drin heute. Ja, 16 Punkte nach 16 Spielen, ist ein bisschen dünne, die Bilanz bis dato. Ja, auf jeden Fall, klar, wenn man die Spiele sieht, wir hätten es auf jeden Fall verdient gehabt, mehr Punkte auf dem Konto zu haben. Jetzt müssen wir es so annehmen, wir müssen jetzt weiter Gas geben, als Mannschaft zusammenhalten und dann
so die 3 Punkte in den nächsten Wochen holen. Genau, ein paar Spiele stehen ja noch an, Rückrundenkehr aus in Mutschelbach, es wird auch knackig. Ja, also ich denke mal, dass jedes Spiel in der Oberliga knackig ist. Es gibt keine Spiele, wo wir irgendwas geschenkt bekommen und so müssen wir auch die nächsten Spiele alle rangehen. Ja, wir haben einen Punkt mehr. Das ist schon mal besser als gar kein Punkt und das war auch so die Intention am Schluss zweiter Halbzeit. Wir wollen gut verteidigen. Klar, wir hatten da immer weniger Ballgewinne. Das müssen wir sehen, wobei wir trotzdem noch ein paar Kontersituationen haben. Jetzt klar, letzte 93. Minute, wo wir dann leichtfertig hergeben. Mit dem Ball tun wir uns momentan einfach schwer, weil uns das Selbstvertrauen fehlt. Das ist einfach so und deswegen müssen wir einfach da kleine Schritte machen. Ich finde, wir haben heute gut verteilt. Wir haben heute sehr, sehr wenig zugelassen. Hatten in der zweiten Halbzeit mit Donat Moriner eine sehr große Kopfballchance. Die darf reingehen, dann steht es 2-1. Dann juckt es hier niemanden, dass wir zweite Halbzeit nur noch verteidigt haben. Ja, und das müssen wir jetzt einfach mitnehmen. Also klar, unser Anspruch, wollen was anderes. Wir wollen dann noch deutlich dominanter aufdrehen, Gegner zu mehr Fehlern zwingen, war heute aber einfach nicht drin. Und dementsprechend müssen wir da jetzt weitermachen, das Positive mitnehmen, dass wir gut verteidigt haben und mit dem Ball einfach wieder sicherer werden. 16 Punkte nach 16 Spielen ist natürlich zu wenig. Ja, definitiv, brauchen wir nicht drüber reden. Das haben wir uns anders vorgestellt. Da wollten wir mehr Punkte haben, aber ich sage es schon die letzten Wochen immer und immer wieder, wir haben einfach eine sehr, sehr junge Truppe, heute auch wieder auf dem Platz. 5, 6 Spieler gewesen, die von Beginn an die Jahrgang 2002 und jünger sind. Ich glaube, damit haben wir einfach eine der jüngsten Mannschaften in dieser Liga. Dass es da immer wieder auf und ab gibt, das ist, glaube ich, vollkommen logisch. Ich glaube auch, dass wir 4, 5 Punkte mehr verdient gehabt hätten durch die Spiele, die wir leider nicht so positiv bestritten haben, wie jetzt zuletzt gegen Göppingen letzte Woche, 92 Minuten. Wir hätten 2 Punkte mehr jetzt auch drin sein können. Es bringt aber alles nichts, hadern und wir müssen weitermachen, wir müssen das Positive mitnehmen und bei den anderen Bereichen müssen wir uns einfach mehr Sicherheit holen. Es waren 11 Spieler auf der Bank, also personell hast du noch ein paar Alternativen für die restlichen Spiele dieses Jahr? Ja, also Marco Geiser und Tom Schiffel waren jetzt heute einfach mal dabei, um wieder reinzukommen. Das war klar, dass die gar keine Option sind für heute, die waren einfach noch angeschlagen. Genauso auch Luca Meixner eigentlich noch angeschlagen und Ben Schaar leicht angeschlagen. Ja, also wir haben schon Optionen, aber ich bin jetzt auch froh, dass wir jetzt durch die Woche irgendwie durchgekommen sind. Einigermaßen erfolgreich, hätten gerne 2 Punkte mehr gehabt, aber einigermaßen durchgekommen und jetzt haben wir die ganze Woche, um zu regenerieren und uns das nächste Spiel vorzubereiten. Genau, nach Mutschelbach geht's, was erwartet euch da? Ehrlich gesagt habe ich mich da noch nicht beschäftigt, also kann ich dir ehrlich gesagt noch nicht sagen. Am Samstag steht also in Mutschelbach, ganz in der Nähe von Nöttingen übrigens, das letzte Vorrundenspiel an. Danach folgen in diesem Jahr noch 3 Rückrundenspiele, davon eines gegen den FSV Hollenbach am 25. November zu Hause. Noch ein kurzer Abstecher zum BFV-Pokal. Da wird am 26. Januar das Viertelfinale ausgelost. Im Topf ist von der Landesliga bis zur dritten Liga alles vertreten. BFV-Pokal hat im Viertelfinale, da geht es erst nächstes Jahr weiter, aber es sind ein paar attraktive Teams drin, also ist ja eine schöne Sache, oder? Wir nehmen, was kommt. Ja, wir sind froh, dass wir einfach eine Runde weiter sind. Das war das Hauptziel, uns auch ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Ja, und zum Los, wir nehmen, wie es kommt. Also wenn es ein unterklassiger Gegner kommt, klar, ist es in Ordnung. Dann steigen die Chancen, weiterzukommen. Wenn es ein höherklassiger Gegner kommt, freuen wir uns auch hier in der Kreuzache dann ein geiles Spiel zu haben. So sieht's aus, also Mutschelbach, Gmünd, Hollenbach und Holzhausen heißen die Gegner 2023 und wir schicken sie mit dem Tor von Onesi Kuengenda in die Woche. SSV Reutlingen wurde Ihnen präsentiert von der Paravan GmbH in Frohnstetten, Eichelau.